Wann genau hier an der Bürgermeister-Smith-Schule und all den anderen Bremer Schulen wieder normaler Unterricht stattfindet, kann heute niemand sagen. Wie sie sich die Rückkehr zum Regelschulbetrieb vorstellen, dazu haben die Kultusminister der Länder aber heute in einer Videokonferenz zumindest einen Minimalkonsens gefunden. Die Länder sollen das Tempo selbst wählen können. Auch Bremens Bildungssenatorin Claudia Bogedan hat an der Videokonferenz teilgenommen, wollte sich aber noch nicht äußern. Die Kultusminister haben sich heute offenbar auf einen Stufenplan geeinigt, mit dem sie langsam wieder in den Regelbetrieb an den Schulen zurückkehren wollen, möglichst noch während des Januars. Doch wie genau das passieren soll, dazu bleibt heute alles im Unklaren. Kein Wunder, denn die heutigen Verhandlungsergebnisse sollen lediglich die Diskussionsgrundlage für die morgigen Gespräche zwischen Kanzlerin und Länderchef sein. Der monatelange Ausnahmezustand an den Schulen dürfte Spuren bei Schülern aller Altersgruppen hinterlassen. Auch wenn die Maßnahmen für den Infektionsschutz wichtig sind, mahnt der Bremer Erziehungswissenschaftler Christian Palentin zur Vorsicht. Je nachdem, welche Schulen wir im Blick nehmen, desto größer oder kleiner sind die Folgen. Für die Schülerinnen und Schüler kann man sagen, führt es dazu, dass natürlich nicht nur Unterricht ausfällt, sondern auch, dass die sozialen Kontakte ausfallen, dass die Freundschaften ausfallen und dass viele Aktivitäten ausfallen, die über den Unterricht hinausgehen. Insbesondere was die Lernfortschritte anbelangt, befürchtet der Wissenschaftler Spätfolgen über alle Jahrgangsstufen hinweg. Wir haben ja erst seit ein paar Jahren die Messungen von dem, was im Unterricht gelernt wird, über die Vergleichsstudien PISA, IQ, TIMSS und so weiter. So, aber wir wissen natürlich nicht, was Schülerinnen und Schüler lernen, die nicht am Unterricht teilnehmen, sondern über Distanz unterrichtet wird. Da kann man nur Mutmaßungen anstellen. Und meine Mutmaßung wäre, dass der Unterricht von zu Hause aus auf jeden Fall nicht so effektiv ist, was die Lernfortschritte angeht, als der Unterricht, der in der Schule stattfindet. Und auch wann die Kitas wieder zum Normalbetrieb zurückkehren, ist heute unklar. Einig scheinen die Länder nur darüber zu sein, dass Kitas wie auch Grundschulen hohe Priorität bei der Öffnung haben sollen. So viel ist klar. Schulen und Kitas haben zumindest das Potenzial, auf dem morgigen Corona-Gipfel zwischen Bund und Ländern zu einem Reizthema zu werden. Es wird womöglich schwierig, zu einer gemeinsamen Linie zu finden. Zu groß sind die Unterschiede in den Corona-Lagen der einzelnen Länder. Für Bremens Bürgermeister wird morgen also ein spannender und vermutlich langer Tag. Beginn des Gipfels soll bereits um 11 Uhr sein.